Vermutlich haben Sie schon von dem Zustellroboter bei Hermes gehört. Neben dem großen medialen Interesse erreichten uns auch viele Kommentare im Internet zu dem Thema. So schrieb zum Beispiel Stefanie: Immer schön alles weiter durch den Roboter ersetzen und sich dann wundern, dass die Arbeitsplätze immer weniger werden. Wir haben nachgefragt, wird der Roboter in Zukunft wirklich den Paketboten ersetzen? Unser Ziel ist es grundsätzlich nicht, durch den Roboter die Zusteller zu ersetzen, sondern das Ziel unseres Pilotprojektes ist es, herauszufinden, wie wir unsere Services für den Kunden stetig einfacher und bequemer gestalten können. Und, heutzutage ist es beispielsweise so, dass ein Kunde, der sich ein Paket an den Paketshop liefern lässt, sein Paket dort selber abholen muss und auch eine Retoure selber zum Paketshop bringen muss. Und hier setzen wir mit dem Robot an, um in der Interaktion mit den Kunden herauszufinden, ob das interessante Möglichkeiten für den Kunden sind, die ihm das Leben einfacher machen. Gleichzeitig ist es auch heute schon so, dass der Robot natürlich nicht Auto fahren kann und er kann keine Treppen steigen und die Zusteller bewegen natürlich eine deutlich größere Anzahl von Paketen und auch schwere Pakete. Das heißt, dort wird auch der Robot nie einen Zusteller ersetzen können.